Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es kam gerade akustisch nicht ganz an, deswegen habe ich etwas gezögert. Der Auftritt der Ministerin war in mehrerlei Hinsicht aus meiner Sicht beeindruckend und auch überprüfenswert, finde ich an der Stelle. Sie hat erneut, wie schon in der letzten Plenarsitzung, zumindest in einem Teil ihrer Rede offenkundig nicht für die Landesregierung gesprochen, sondern für die Koalition, und sie ist nicht Abgeordnete. Warum die Ministerin Anträge der Koalitionsfraktionen hier im Plenum erklärt, bleibt zumindest ihr Geheimnis und entspricht meines Erachtens nicht den Regeln unseres Hauses. Ich möchte mit einem Punkt anfangen, der, gebe ich zu, erst dadurch zum Haushalt relevant geworden ist, weil die Koalitionsfraktionen dazu einen Antrag gestellt haben. Da geht es um das Gutachten zur Sperrklausel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich sagen, weil das möglicherweise auch nicht ganz übergekommen ist: Ich finde die Stellungnahme, die Innenminister Reul als Verfassungsminister abgegeben hat, eigentlich nicht angemessen und fast schon diffamierend gegenüber einigen Abgeordneten. Ich möchte für die grüne Fraktion an dieser Stelle sehr klar erklären: Wir haben dem Gutachten im Ausschuss, im Haushaltsausschuss zugestimmt. Ich finde aber das Vorgehen, wie die Landesregierung hier vorgeht, ohne mit den Fraktionen zu sprechen, ohne ein Konzept auf den Tisch zu legen, wo es denn hingehen soll, völlig inakzeptabel, und erkläre für meine Fraktion, dass wir uns an Spielchen, die nicht vernünftig vorbereitet sind, keineswegs beteiligen werden und das Urteil des Landesverfassungsgerichtes sehr wohl ernst nehmen und auch die Konsequenzen daraus meinen, sehr relativ kurzfristig ziehen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist die Landesregierung eine absolute Leerstelle. Hier muss es ganz deutlich anders werden. Zweiter Punkt, weil die Ministerin auf die Wohltaten in Bezug auf die Gemeindefinanzierung eingegangen ist. Ich nehme ja mit Freude zur Kenntnis, dass sowohl die Schulministerin als auch die Kommunalministerin heute in höchsten Tönen das Programm Gute Schule 2020 als Partnerschaft für die Kommunen lobt. Das ist richtig und angemessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allerdings ist das eine relativ späte Einsicht, weil nämlich diese Fraktionen von FDP und CDU das bis aufs Messer bis zuletzt bekämpft haben. Klar ist, nur das Programm Gute Schule 2020 ist offensichtlich geeignet, das umzusetzen, was Sie versprochen haben, was wir vorher schon angefangen haben, nämlich die Sanierung der kommunalen Schulbauten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist gut so, aber nicht Ihr Verdienst. Stichwort Integrationspauschale, Frau Ministerin. Da kann ich nur Ihnen zurufen: Dann gucken Sie bitte mal sehr genau in die Haushalte rein. Im Haushalt 2015 hat dieses Land noch 1,5 Milliarden Euro mehr für die Geflüchteten in diesem Land ausgeben müssen, für die Unterbringung und für die Integration, als das jetzt der Fall ist. Jetzt als Wohltat daherzukommen, dass man 100 Millionen von diesen 1,5 Milliarden Euro bereitstellt, nachdem man vorher erst von uns dazu getrieben werden müsste, finde ich geradezu peinlich und lächerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil der Ministerpräsident schlicht dem Dreisatz offensichtlich nicht gewachsen ist, will ich noch einmal die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes an dieser Stelle deutlich referieren. Es ist Seite 5 von 11. Äußerst hilfsweise, liebe Kolleginnen und Kollegen, schreibt hier der Städte- und Gemeindebund: Für den Fall, dass eine Weitergabe des NRW-Anteils der Integrationspauschale in Höhe von 434 Millionen Euro an die Kommunen oder jedenfalls eines Teils dieser Mittel auch durch die neue Landesregierung entgegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, entsprechender Kritik in Oppositionszeiten entspreche den Antrag der CDU-Fraktion vom 22.11.2016 unterbleiben sollte, wäre zumindest sicherzustellen, dass die über den Landesanteil an der Umsatzsteuer fließende Entlastung ungeschmälert, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmaße berücksichtigt wird und den Kommunen so indirekt in Höhe der Verbundsatzes zukommt. Und jetzt kommt es, und das bedeutet umgerechnet nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs regulär in der Höhe des Verbundsatzes, das heißt in der Höhe von 175 Millionen Euro, beteiligt werden. 175 Millionen Euro sind nicht 100 Millionen, sondern 175 Millionen Euro, und die sind heute hier zu beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, was den Paradigmenwechsel anbetrifft. Da, liebe Frau Ministerin und liebe Landesregierung, kann ich Ihnen nur sagen: Das, was bei der Krankenhausfinanzierung und bei anderen Dingen passiert ist, wenn das ein Paradigmenwechsel ist, dann will ich das gerne zugestehen. Erst erfahren die Kommunen aus der Zeitung, dass sie sich an den erhöhten Krankenhauskosten beteiligen sollen. Dann sollen die im Jahr 2020
2017 wird die Krankenhausfinanzierung wieder zurückgezogen. Und jetzt erfahren Sie wieder aus der Zeitung, dass Sie von der 1 Milliarde Euro weiterhin 400 Millionen Euro bekommen sollen. Und wir lesen in der Rheinischen Post, dass der Krankenhausminister mit der Kommunalministerin nicht mal ein Wort darüber offensichtlich verloren hat. Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Paradestück dafür, wie Sie eben nicht vernünftig mit den Kommunen umgehen und nicht mal untereinander vernünftig miteinander umgehen. Das lehnen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz entschieden ab. Und zweiter Punkt. Nur weil Sie es immer wieder predigen, wird es nicht richtiger. Sie haben ja gesagt, Sie würden den Kommunen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Sie suggerieren ja zwei falsche Dinge bei der Frage der Festlegung der Investitionspauschalen. Erstens tun Sie so, als wenn die Festlegung der Bildungspauschale und der Sportpauschale einen einzigen Cent mehr in die kommunalen Kassen bringt. Das ist mitnichten der Fall. Sie nehmen aus einem bestehenden Kuchen bestimmte Kuchenstücke raus und schreiben den Kommunen, ohne dass sie es ändern können, haargenau vor, wie viel sie davon für diese Zwecke ausgeben müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie sagen auch noch, damit würde mehr Geld kommen. Auch das ist falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Landesregierung macht Schattenspielerei und keine vernünftige Politik. Und das stößt bei uns auf entschiedenen Widerstand. Und deswegen lehnen wir diesen Haushalt auch ab. Vielen Dank.